Oh Gott, das hier ist ein Verbrechen. Oh, Pizza Time stops. Oh Gott. Bevor ich jetzt dieses Video hier anfange, will ich mich von ganzem Herzen im Voraus bei euch entschuldigen. Es tut mir leid. Die Dinge, die ich tun werde, tun mir jetzt schon leid. Ich habe Socken in Sandalen angezogen. Ich habe als Schriftart Comic Sans ausgewählt. Dafür gibt's eigentlich keine Entschuldigung. Ich biete trotzdem eine an. Bitte akzeptiert sie. Yo, Gamers, seid ihr bereit dafür, dass ihr unbefriedigt aus diesem Video rausgeht? Das klang in meinem Kopf weitaus besser. Warum habe ich das so gesagt? Wir ignorieren das einfach mal und fangen an mit dem Spiel. Willkommen zurück hier bei Dude Stop, wo ich einfach nur aufhören sollte. Ganz ehrlich, der Erzähler und auch ich und auch ihr, wir haben alle genug gelitten. Aber das werde ich natürlich nicht, denn dafür ist es viel zu lustig. Wir starten durch mit Pack Nummer 4, wo es anscheinend um Bildung geht. Und mit Bildung kenne ich mich aus. Ich gehe Uni. Ich habe sogar einen Abschluss. Mach jetzt noch einen zweiten. Okay, es gab drei kleine Schweinchen, haben ein Haus aus Stroh gebaut, das andere hat Eier geklaut, das dritte Schweinchen hat seine Puzzle ruiniert. Okay. Und Schweinchen dürfen sein Spiel nicht spielen. Und er hat einen Test, um rauszufinden, ob ich eins bin. Okay. Und keine Fragen, er setzt sich in die Ecke und beobachtet mich und verurteilt mich. Ein Test, um herauszufinden, wie alt ich bin. Geistig oder körperlich? Okay, wir blättern mal um. Was davon ist korrekt? Eine Scheibe oder eine Kugel? Welche Route mache ich zuerst? Die gute oder die schlechte? Ich mache es die schlechte, also wo ich komplett ein Monster bin und mich dumm stelle. Eine Scheibe. Es kann, also die Erde kann allein deswegen schon keine Scheibe sein, denn wenn es eine Scheibe wäre, dann hätten Katzen schon alles runtergeschubst, weil Katzen lieben runterschubsen und deswegen geht das nicht auf. Aber okay. Ja, definitiv oh. Flach. Dieses resignierte, oh. Was hiervon ist korrekt? Ah, wundervoll. Heliozentrisch oder geozentrisch? Grüße gehen raus an meinen Mainman, Kopernikus. Ja, also eigentlich läuft das so, ne? Man erzählt euch immer, ja, die Sonne ist im Mittelpunkt des Sternsystems und die Planeten drehen sich darum. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Eigentlich steht die Erde in der Mitte und alles dreht sich außenrum. Und für die ganzen Leute, die es nicht checken, das ist natürlich Spaß, aber ich muss es trotzdem ankreuzen. Ja, die Sonne dreht sich um die Erde. Hell yeah, brother. Okay. Bekommt man von Impfungen Autismus? Dann werden wir bald das haben. Oder viele, denn sehr viele Leute werden sich sehr bald impfen lassen gegen eine ganz bestimmte Sache, die ich wahrscheinlich jetzt nicht aussprechen darf, weil das Video sonst demonetarisiert wird und ich habe gerade die Grenze schon relativ nah angekratzt mit der Erde und dem Wort, was ich gerade gesagt habe, was man von Impfungen bekommt, deswegen will ich nicht weiter über diese Grenze gehen. Ja, sicher doch. Oh, das wird so viele Leute triggern. Oh, das wird so viele Leute triggern, dass ich mich darüber lustig mache. Ist es wahr, dass die Welt in Wirklichkeit von Echsenmenschen kontrolliert wird? Ja, auch ich, das kann ich jetzt mal öffentlich sagen. Ich ziehe dann meine Verkleidung aus, wenn Echsenmenschen auch in der normalen Bevölkerung akzeptiert werden. Wir haben euch seit Jahren, seit Jahrzehnten unterwandert. Meine Vorfahren sind seit Jahrhunderten hier. Die haben sogar geholfen, die Pyramiden zu bauen. Wir sind tausende von Jahren schon hier und wir sind immer noch nicht akzeptiert und ihr alle macht eine Verschwörung draus. Ich fühle mich beleidigt, okay? Ich und meine 60-köpfige Echsenfamilie, wir fühlen uns beleidigt. Gott, ist das blöd. Your Apple oder... Your Apple. Das ist das klassische Your, ne? Ja, you are Apple. Ist Zelda ein Jungenname oder ein Mädchenname? Ach, The Legend of Zelda. Stellt euch vor, Zelda würde Link heißen, oder wie war das? Er ist definitiv... Ja, man spielt nicht Link, man spielt Zelda und man rettet Link, den Prinzen, ne? Ist ein Jungenname. Okay, was hiervon ist erlaubt, wenn du ein Videospiel spielst? Invites über Social Media schicken, alles andere. Wer schickt Invites über Social Media? Ja, Bruder, kommst du in meine Party? Ja, ich hab's dir bei WhatsApp geschickt, ja, Bruder. Außer Among Us, da muss man einen Code eingeben. Das zählt noch, weil das schickt man meistens über Discord und Discord könnte man als Social Media ansehen, aber naja, Invite Request über Social Media. Ja, definitiv. Würdest du glauben, dass die Illuminaten alles kontrollieren, sogar Spiele? Das ist subtil. Yeah! Das ist richtig. Ach so, jetzt auf einmal ist es richtig.
Here are your results. Ach, jetzt auf einmal, oder wie? But no worries, you can still participate in the ceremony. Okay. Ich habe versagt, aber an der Zeremonie darf ich teilnehmen. Was bekomme ich? Yay. Abschluss. Warte, ich muss den Hut werfen, ne? Yay. Und er ist raus. Home run. Meine Zukunft. Take it. And I'll have, number 12. Der Pokal des geringen Einkommens. Gefällt mir. Ja, finde ich super. See how no new packs are unlocking? It's because it's working. The test is working. I'm right, you're wrong. Okay, ich habe die 100% bekommen. You are out of here. Ja, das neue Pack wird nur freigeschaltet, wenn ich mich gut verhalte. Das heißt, ich habe die 100% bekommen. Wahrscheinlich ist egal, was man antwortet bei den Illuminaten. Es ist dann in dem Fall beides richtig. So, jetzt muss ich gut sein. Okay, 20 Sekunden. No time to explain. In and out. 20 second exam. Das ist eine Rick and Morty-Anspielung, ne? Okay, kriege ich das in 20 Sekunden durch? Ich versage nochmal. Nein, ich bin jetzt nett und wir gucken mal, ob wir auf 20 Sekunden kommen. Ja. Ja. Ja, ich kann so schnell nicht weiterblättern. Nein. Okay, your. Zelda ist ein Mädchenname. Aha. Alles andere ist erlaubt. Let's see how you did. Waren das 20 Sekunden? Ich glaube nicht, ne? Yay, ich habe bestanden. Gratulation. Und raus mit dem Ding. Sternchen. Yay, noch mehr. Wir freuen uns alle. Ich und meine Abschlussklasse. Hell yeah, brother. So stolz auf mich, ja. I'm not. Er ist nicht stolz auf mich. Ja, jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand hätte das können. Okay, ich habe einfach nur einen Preis dafür bekommen, dass ich normal bin, mich normal verhalten habe. Das waren keine 20 Sekunden, though. Eventuell wäre das nächste Pack jetzt freigeschaltet und vielleicht gewinnt er die Wette, ne? What a disaster that would be. Okay, ich hab's jetzt nicht durchgelesen. So, ich könnte das nächste Pack spielen. Ich mach das nochmal. 20 Sekunden ist da drin. Ich muss da auswendig lernen, was wo steht. Einen Moment. Alles klar, der Typ ist ein Assi. Er will mir das nicht geben, weil er immer seine Stoppuhr vergisst. Sag mal, muss ich ihn einfach so lange nerven? Weil er sagt immer, ja, willst du noch einen Versuch? Willst du noch einen Versuch? Was ist denn da los? Ich glaube, ich muss ihn einfach so lange nerven, oder? Ich muss ihm, glaube ich, einfach extrem auf die Nerven gehen. Yeah. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, das so schnell war ich noch nie. Okay. Jetzt bekomme ich's. Here you go. And now I'm gonna da ist es. Again. Und ich bekomme nochmal meine Noten. Danke, es geht doch. Meine Güte, war das so schwer. Da ist es, 20 Sekunden. Okay, Pack Nummer 5. Reverse Stacking, also umgekehrtes Stapeln. Okay, seize the cheese, also schnapp dir den Käse. Broken Record. Ich bin natürlich wieder böse. So, was kommt jetzt? You've probably seen it in the trailer, oh ja. Right? Ja, das ist. Definitely know how to solve. Ja, das war ganz oft auf Reddit r/unsatisfying. Oder mildly infuriating, was glaubt. Es ist total einfach. Aber, ja, es war im Trailer für das Spiel. The green is on the left. Wait, my left. Sein links, ne? Er sitzt ja im Spiel, deswegen mein rechts, sein links. Ja, ich bin ein unglaubliches Monster. Now, there's only one box. One. Quite hard to mess that up. Es gibt nur eine Box. Kann ich was draus bauen? Warte mal. Yay. So. Dann muss ich das Zeug auf den Boden verteilen. Warte, es gab einen Erfolg für Reverse Stacking. Das heißt, ich muss das Zeug umdrehen und umgekehrt ein Türmchen draus bauen? Warte mal, ich versuche das mal. Also es dreht sich immer von alleine wieder so, dass es richtig rumliegt. Das ist echt nicht easy. Okay, irgendwie lässt er mich nicht. Ich kann die nicht umgekehrt stacken. Keine Ahnung wieso. Der steckt fest. Soll ich einfach mal alle im Raum verteilen? Komm, viel Spaß beim Suchen. Hey, ist das richtig? Ja. Also, richtig. War das absichtlich? Eventuell. Ich hoffe, du trittst drauf. Hey, Legos tun weh, okay? Er ist auf was drauf gestanden. Oh Gott, das hier ist ein Verbrechen. Oh, Pizza Time stops. Oh Gott. Wann immer ich eine Pizza habe, ich
Ich bin kurz davor, das Ding Laser zu vermessen, um es genau in der Mitte durchzuschneiden, weil es ist so unbefriedigend, wenn du nicht genau die Mitte vom Kreis triffst. Yikes. Oh Gott. Oh Gott. Das hier ist furchtbar. Das hier ist, glaub ich, ein Verbrechen gegen die Menschenrechte. Oh mein Gott. Ja, ob ich Freak auch noch irgendwie Ananas dazu machen will. Wofür steht das S? Ist eine 5. Ah, da müssen 5 Stifte rein. Ich hab 5. Okay, wie mache ich das kaputt? Indem ich nur 4 reinstecke? Ah, nee, die Reihenfolge ist angegeben. Unten drunter. Das heißt, wenn ich mich einfach nicht an die Reihenfolge halte, dann zählt er schon als, mein Gott, bist du doof. So, bitteschön. Wenn sie nur eine und dieselbe Farbe hätten, dann könntest du das gar nicht vergleichen. Oh, Tetris. Oh, ich hab's rübergezogen. Ich hab's ruiniert. Ja, ich bin einfach ein böser Mensch. Ich will, dass niemand außer mir Erfolg hat, weißt du? Sushi, oh, hell yeah, Messer und Gabel, Baby. Darf's noch Ketchup sein? Okay. Smiley faces. You wouldn't want to make them sad, would you? Okay, ich kann ganz langsam durchfahren. Das ist eine Pfütze. Oder ich kann Anlauf nehmen und in VTech reinhauen. Er ist auch nass geworden. Okay. Oh. You finished all puzzles. Er bereitet die Bühne vor. Ladies and gents, gather around. Sammelt euch. Ich bin ein Gewinner. And this person is gonna receive some special trophy tonight. Special. Look closely. Ist die Mülltrophäe, oder wie? Here it comes. Oh, my bad. Behind the next one. It's gonna be legendary. Damn, that wasn't it. Okay. Wie viele Vorhänge haben wir? Legend. Come on, it wasn't here before. Was ist los? Okay, maybe next one. Okay, Kuppel, können wir das beschleunigen? Yay, freut euch, wir sind ganz nah dran, okay? Look at it, look. Ich gehe mal stark davon aus, inzwischen hat jeder Harry Potter gesehen. Aber das ist der Spoiler des Jahrhunderts. Du Assi, was ist los? Ein Spoiler-Cup. Das ist assi. Ich glaube, das kam auch zur selben Zeit raus wie der Harry Potter Film, den das passiert, oder? Ja. Okay, Pizza Mania, Seize the Cheese. Das könnte sein, dass ich den Rand abschneide und den Käse behalte? Glaube ich. Reverse Stacking, Upside Down. Ach nee, das ist die Stiftepackung. Die Stifte müssen dann nach oben zeigen für das. Und jetzt muss ich noch ein Monster sein. Überall, Quatsch, das muss ich noch gut sein, überall. Das kriegen wir hin. Und den Rest mache ich dann wahrscheinlich offscreen. Wobei, das mit den, mit den Stiften kann ich auch so machen. Das geht. Wundervoll. Ich habe Farben abgeglichen. Ich bin der Beste. Ich weiß. Die Stücke gehören in die Schachtel. So, bitteschön. Richtig? In echt ist es bei dir auch so aufgeräumt. Sagen wir so, es ist ganz praktisch, dass ihr nur eine Kameraperspektive habt. Ja, es ist sehr sauber hier. Ja, ja. Machen wir bitte weiter. Imagine you have 8 friends and they all want a slice. Stell dir vor, du hast 8 Freunde und alle wollen ein Stück. Ja, wir essen das ganze Ding eigentlich normalerweise alleine. Aber wir schneiden das jetzt so, wie es gedacht ist. Genau, nämlich immer halbieren und dann haben wir nach Adam Riese gleich 8 Stücke. Nice. Ja, wenn du Vegetarier bist, stell dir einfach vor, dass die roten Kreise Tomaten sind. Cool. Ja, und jetzt Reverse Stacking. Das heißt, die schreibende Seite der Stifte muss nach oben.
Oh Gott, ey. Tada! Okay, du, ich weiß, du wolltest was malen, aber das ist später im Spiel noch möglich. Okay. Hände hoch, wir stehen uns kurz. Gamer müssen sich den nichts anfassen. Und tada! Nice Combo. Danke für deine Kooperation. Sehr gern geschehen, Mike. Ein Klick, um das zu lösen. Die Stäbchen. Ich hoffe, du weißt, wie man sie benutzt. Nicht wirklich. Nee, muss ich wirklich sagen. So. Puzzleteil. Ganz langsam durchfahren. Ganz langsam. Ja, damit die Leute nicht nass werden, ne? Tada. Spieler 17, sei Dank, ist der Tag gerettet. Drive safe. Ja, statt Drive safe. Ich versteh's schon. You did it. You can be good after all. Okay, jetzt krieg ich die Lego-Trophäe. Muss ich die noch zusammenbauen? Okay, jetzt ist es mein Problem. Jetzt darf ich meine Trophäe selbst machen. Wow. Alles klar. Jetzt darf ich meine eigene Trophäe zusammenbauen, weil der Typ faul ist. Da freuen wir uns doch. Wenigstens kann ich sie farblich irgendwie bisschen abstimmen, das sieht furchtbar aus. Egal, wir lassen es mal so. Yay. Oh, ist das unbefriedigend. Ich kann es nicht in die Mitte machen. Du bist ein Assi. Ich kann das letzte Stück nicht in die Mitte machen. Ist das, das ist die Idee denn? Das ist der Joke, da machen wir es so und es ist komplett schief. Wow, einfach nur wow. Das blöde Konfetti und die Party hören. Dieses. Okay. Reverse Stacking hat wieder nicht funktioniert. Das ist aber das. Ich muss das so machen. Das hat man beim ersten Mal jetzt nicht registriert. Okay, die Frage ist dann... Blocky Cup. Die Frage... Und hier gibt es drei Puzzlestücke. Die Frage ist, jetzt fange ich den Satz zum dritten Mal an. Was genau ist dann Seize the Cheese? Wie soll das funktionieren? Den Rand abserben? Ich glaube ja, oder? Alles klar, Leute. Der Rand muss weg. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt gibt's nur Rand für alle. Ich hoffe, der ist mit Käse gefüllt oder überbacken oder so. Das ist dann nämlich halbwegs gut, aber einfach nur so ist Rand ziemlich lame. Okay, I'll take the middle piece then. Pizza Mania. Er nimmt das mittlere Stück. Ja, you take the crust. Du nimmst den Rand. Another puzzle about putting stuff in the boxes. Okay, ja. It's like a theme here. Ich weiß. So, Reverse Stacking muss dann das hier sein, ne? Weil das hier ist ganz klar die schreibende Seite der Stifte. Da, wo dieser Böppel rausguckt. Da, okay, wow. Das ist... Ja, da ist es. White Crayons. Das ist ziemlich unpraktisch, was auch immer er gibt's mir. Dankeschön. Okay, ich habe noch ein Puzzleteil nicht gefunden. Ich habe gerade hier unten irgendwas durchfahren sehen. War es im Screen davor? Ich glaube, es war im Screen davor. Bin ich mir ziemlich sicher. Legend, wait for it. Dairy. Gutes Meme. Circa 2012. Irgendwie so, nee, das war die Maus, die da durchgefahren ist. Wo ist das Puzzleteil? Ich suche das letzte Puzzleteil. Eins fehlt und ich möchte alle. Eins war noch hier vorhin unter der Straße. Aber wo ist das letzte, Mann? Ich kriege jetzt die anderen Pokale. Das ist doch schon mal was. Genau, bing, 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 da freuen wir uns. Das erste war richtig und falsch. What? An Achievement. Okay. Ein Achievement. Don't judge. Und es ist... Und es ist eine Ananas. Die Kruste ist Lava, du isst sie. So, ich suche das letzte Puzzleteil. Ich habe keine Ahnung, wo es ist, aber ich werde es schon finden. Einen Moment. Hier ist es. Gut, jetzt machen wir noch den ganzen anderen Quatsch. Ich habe es gefunden. Und wir sind durch. Es wurde alles gesammelt, was gesammelt werden kann. Da freuen wir uns doch des Lebens. Was wäre das nächste Pack? Eine Geschichte. Okay, also er hat so ein Lerntape gefunden, was er als Kind cool fand. Und das hat er eingefügt hier, ne, wird ganz gut für das Spiel. Jetzt kann ich spielen und lernen. Wer ist ein gutes Hundi, gibt's hier? Irgendwie ein böses Hundi, kein Biscuit? Hier ist irgendwas mit einer Katze, Squeaky Cup, also irgendwas für eine gute Katze. Und hier muss ich wieder böse sein. Und hier muss ich Wörter einsetzen, dann bekomme ich das auch. Hier ist ziemlich viel versteckt. Hier gibt es nur was für 100% nett, 100% böse und der Rest ist dann
So versteckt, dass ich das finden muss. Ich würde einfach mal sagen, das war es für dieses Mal hier bei Dude Stop. Ich finde das absolut großartig. Also es ist halt gezielt darauf gemacht, Leuten auf die Nerven zu gehen und vielleicht ein paar Leute zu triggern. Ich finde das super. Das ist so gut. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Vielleicht saßen die da, haben sich gedacht, hey, wenn jemand Pizza nicht genau in der Mitte durchschneidet, ist das echt nervig, lass ein Spiel draus machen. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt, aber Gott sei Dank sind sie auf die Idee gekommen, weil das ist... wie die Pizza. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Alle Ordnungsfanatiker kriegen bei dem Spiel wahrscheinlich Bluthochdruck.